Baden-Württemberg hat sich in Millionen von Jahren stark verändert. Was genau sich in der urzeitlichen Vergangenheit in Stuttgart und Umgebung abgespielt hat, lässt sich in einem der beliebtesten Museen des Landes bewundern. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart gehört mit seinen 11 Millionen Sammlungsobjekten zu den größten Naturkundemuseen in Deutschland. Besonders aufgrund der paläontologischen Funde ist es weltbekannt. Wer das Museum am Löwentor besucht, bleibt dabei jedoch fast immer auf südwestdeutschem Boden, denn die einmaligen Sammlungen stammen von Fundorten aus der Region. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart verfügt über 6200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Diese sind auf zwei Ausstellungsgebäude aufgeteilt und lediglich 15 Minuten Fußweg voneinander entfernt. Beide Gebäude liegen im Rosensteinpark, einem Naherholungsgebiet inmitten der Großstadt. Im Jahr 1791 errichtete Karl Eugen, Herzog von Württemberg, schließlich die Institution des Naturkundemuseums, was es heute zu einem der ältesten und berühmtesten Museen Europas macht. Das Schloss Rosenstein, einst königliches Landhaus von König Wilhelm I., beherbergt heute die biologischen Ausstellungen. Beim Rundgang stößt man unter anderem auf Highlights wie zum Beispiel den 13 Meter langen Seiwal und den beeindruckenden afrikanischen Elefanten. Außerdem auf die Landschaftszonen der Erde, von heimischen Lebensräumen über tropische Regenwälder bis hin zu den Eiswüsten der Polargebiete. Die Ausstellungen des Naturkundemuseums sind erlebnis- und bildungsorientierte Angebote für eine breite Öffentlichkeit. Mit Sauriern, Mammuts, Fossilien und anderen urzeitlichen Funden wird man im Museum am Löwentor Teil einer Zeitreise von Hunderten von Millionen Jahren. Wissenschaftlich exakte Rekonstruktionen von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen geben einen ganz besonderen Einblick in die Urzeit. Unter anderem auch die des Plateosaurus, dem größten Dinosaurier Europas. Noch relativ jung ist der Bereich der Eiszeit, in dem man riesige Mammuts und Steppenelefanten sowie die ersten Stuttgarter bestaunen kann. Kinder können hier auf spielerische Art und Weise lernen, wie eine Versteinerung entsteht, wie lebensgroße Dinosaurier rekonstruiert werden oder was genau bei einer paläontologischen Ausgrabung passiert. Der größte Teil der Sammlungen befindet sich in den Magazinen und dient der Wissenschaft und der Forschung. Die Ausstellungen selbst stellen nur einen kleinen Teil davon dar. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter widmen sich der Erforschung der Evolution von Organismen und Lebensräumen. Die erdwissenschaftlichen Sammlungen umfassen Fossilien, Mineralien, Gesteine und die biologischen Sammlungen Pflanzen und Tiere. Die Forschungsergebnisse tragen maßgeblich zum Verständnis biologischer und ökologischer Zusammenhänge bei. Und schaffen damit die Grundlage für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen. In dem weltweiten Netzwerk naturwissenschaftlicher Forschungssammlungen ist Stuttgart das führende naturkundliche Forschungsmuseum im Südwesten Deutschlands. Im Juni 2016 feiert das Naturkundemuseum in Stuttgart sein 225-jähriges Jubiläum und blickt somit auf eine lange Tradition zurück. Das Museum ist ein Ort der Kontinuität und zugleich des stetigen Wandels, der für den Erfolg des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart auch in Zukunft maßgeblich ist. Weitere Informationen zum Museum gibt es auf www.naturkundemuseum-bw.de.